So, Hallöchen, meine lieben Freunde. Ich sage mal jetzt yo, peace euch, meine lieben Zuschauer, und begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Partie Let's Play Minecraft Together zusammen mit der Annie. Und da bist du auch sofort. Hi. Willst du mich verarschen? Ja. Die Folge geht keine 15 Sekunden und du schlägst mich? Diesmal ist es keine randomly einfach mal auf Aufnehmen drücken und mal gucken, was die anderen, was die Annie labert, Aufnahme gedrückt Zeugs. Nein, du schneidest mir jetzt die Haare. Ich hab keine Haare. Ich hab nur Eier. Da. Irgendwie. Autsch. Das waren meine Eier. Nein, ich wurde kastriert. Für die Leute, die sich jetzt wundern, dass ich kein Inventar habe, ich habe einen neuen Account. Guck mal, ich hab dein Ei. Ich habe einen neuen Account, hier steht jetzt Blues Let's Play, extra wegen dem Namen und sowas, also nicht wundern. Ihr könnt mich jetzt auf Servern finden unter dem Namen Blues Let's Play. Ah, das wollt ihr nicht, ihr wollt nicht mit dem Minecraft. Nein, das wollt ihr nicht. Hi. Au, ich wusste es, ich hab's einfach nur gewusst. Wie gesagt, das wird auch wieder eine kleine kurze Aufnahme, weil ich nachher wieder weg muss, kurz. Aber wir haben uns jetzt einfach mal spontanerweise einfach mal vorgenommen, dass wir jetzt wieder die Kommentare ab Folge 52 jetzt vorlesen, Gedönszeugs und besprechen und bla Gedönszeugs halt. Und wenn wir damit nicht fertig werden, kommt das eben in der nächsten Aufnahme vor. Und wir werden jetzt einfach mal spontanerweise in den Nether gehen, weil wir das bis jetzt nur einmal ganz kurz gemacht haben. Erstmal lese ich die Weiter-Sos vor, weil diesmal haben irgendwie kaum Leute Weiter-So geschrieben. Genau, also schreib Weiter-So, Penis! Nein, also wie gesagt, wir werden jetzt einfach mal in den Nether gehen nachher und eine Festung versuchen zu finden. So. Ich hab 8 Eier. Ich werde mir jetzt erstmal Inventar. Ja, du hast 8 Eier in der Hose. Ich werde mir jetzt erstmal ein Inventar machen und werde mir Ausrüstung machen. So, jetzt erzähl, Frau! So, und Weiter-So haben geschrieben: Rostar, Killer 26, Ronja LP, Schoko Erdbeere, Elf, Pandavu und der GK. Yay! Ich da geschrieben. Ich bin voll enttäuscht. Welche Folgen hast du rausgesucht? Hast du das noch im 42 plus. Bis 60. 42, 52 meinst du? 52. Bis 60, okay. Du hast dann B auf deinem Rücken. Ja, ich weiß. Extra für Blues Let's Play, voll einfallslos, ne? Eisenbeinschutz. Scheiße, habe ich mir gerade schon gemacht. Brauchst du einen Eisenbeinschutz? Für den Nether? Ja. Was fehlt mir denn jetzt noch? Ich hab Eisenstiefel. Was brauchst du denn noch? Alter, du bist im Kopf in Gelb. Ja, ich weiß. Das hab ich bis. Ich hab den Skin bis jetzt noch nicht anders gemacht. Warte, halt. Hier. Das sieht voll geil aus. Du brauchst so Eisenbeinschutz. Zooms. Ja. Oh mein Gott. Kopfparty in Annies Kopfkinoparty. ja. Was brauchst du denn alles? Ausrüstung. Also Klamotten. Eisenstiefel, ein Eisenharnisch und Eisenbeinschutz. Da. Okay. So, ja, jetzt brauche ich wieder Hose. Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Hose gemacht, obwohl ich schon eine Hose habe. Alter, wie vercheckt bin ich denn jetzt schon wieder, Mann? Ja, kaum ist eine Frau anwesend, ist er voll bläh. bin ich voll bläh. Ja, ist sowieso. Wenn eine Frau in der Nähe ist, bin ich total baff und kann wie, wie heißt der nochmal? In The Big Bang Theory, wie heißt der Olle noch? Der Olle nochmal. Das sieht voll geil in deinem Kopf, Alter, aus. Das sieht voll geil. Ja, du kannst auch gerne an meinem Schwanz lutschen. Jetzt hör auf. Ich will nur in deinem Kopf. Mann, geh weg! Ich sehe von innen deine Augen. Mann. So, wir sollen uns auf jeden Fall ein paar. Soll ich das mal lassen? Brauchst du noch ein Diamantschwert? Wir haben noch 5 Diamanten. Wir müssen bald wieder auf Diamantsuche gehen. Nee, ich hab alles. Ich hab 2 Schwerter, ich hab Eisenachs, ich hab Eisen, Diamantspitzhacke, ich hab Eisenschaufel, ich hab Brot. Und ich hab eine Rüstung. Guck mal, ich hab eine Axt. Voll cool, du siehst jetzt auch. Boah, kannst du jetzt mal aufhören, aus deinem Kopf rauszugehen, ey? Boah, nervt das, ey. im Nether brauchst du, by the way, nur eine Spitzhacke, weil dir der Rest nichts bringt. Ich werde mir jetzt einfach 3 Spitzhacken machen. Wir werden einfach wieder Nether Bricks mitnehmen und mal gucken, was wir sonst noch so mitnehmen. Nimm dir auf jeden Fall genug Kannst Essen mit. Kannst du mir bitte auch eine Spitzhacke machen? Ich muss den ganzen Kack immer machen. Da. Nimm. Ich nehm Futter mit, ey. Jetzt reg dich mal nicht auf. Ich nehme ja auch Erde zum Hochbauen mit 3 Stacks, würde ich dir auch raten. Die Diamanten sollte ich übrigens, by the way, wieder wegtun. Brauchen wir Eisen? Ich nehme mal Eisen. Ach, da ist Erde. Ey, du bist hier schon über 60 Folgen drin und da ist immer noch kein Plan hier, Mann. Ich weiß, aber das ist typisch für mich so. Ja, das stimmt übrigens. Fackeln würde ich dir auch noch.
bist immer in meinem Kopf drin, ne? Das ist voll lustig. Brauchst du Fackeln? Ja. Hier. Und da. Die liegen genau in der Mitte des Raumes, meine liebe Kackbratze. Boah! Mann! Das ist voll lustig, ja. Du hast einen gelben Kopf, der innen gelb ist und außen blau. Hat man dich gewirkt oder so? Eigentlich ist der Blue ja gelb. Eigentlich ist er ja yellow. Richtig, ich bin eigentlich yellow Let's Play, genau. So, ich werde das. Aber dann habe ich angefangen, ihn zu würgen und dann. War ich blau, genau. Dann ist er irgendwie so geblieben. So, ich werde jetzt mal fix in die Bäckerei gehen, mir Brot holen. Ach, by the way, ich bin momentan dabei, den Shader-Mod zu installieren. Wundert euch nicht, ich habe bis jetzt die GLC-Shader schon eingestellt. Das heißt, dass jetzt hier die ganzen Bäume und alles halt wackeln, seht ihr sicherlich hier. Siehst du jetzt eigentlich hier ein oder nicht? Mal gucken. Wenn wir wieder da sind, entscheide ich das. Okay. Und das Wasser wackelt halt, wie gesagt. Ich versuche da momentan total viele Optional-Effekte mit reinzubringen. Und die Shaders momentan bin ich halt noch am probieren, wie ich das richtig einstelle. Es ist halt, könnt ihr auch sicherlich hier sehen, Option. Shaders habe ich den Ordner schon alles eingestellt, aber wie gesagt, die funktionieren momentan noch nicht so ganz. Muss ich halt gucken, wie ich das mache. Yeah. Also das Feld von den Schafen ist voll mit Gras. Die anderen beiden sind fast leer und das mit den Schafen ist voll mit Gras. Ja, weil ich das so gemacht habe. Ja, weil du einfach immer alles tötest, ey. Die Schafe sind Drogendealer. Hammer, ey. Du tötest ja einfach immer alles, weil du denkst, ja, zwei wachsende Kühe reichen ja zu fortpflanzen. Also müssen wir ja nicht tot machen, ne? Und ja. By the way, wir sollen uns im Nether auch nicht verlaufen, weil uns da ein Kompass nichts bringt und so, ne? Warst du schon mal regelmäßig im Nether? Jetzt, du willst mir die ganze Zeit bestimmt im Kopf stehen, ne? Ja. Mann. So. Alle wollen nur auf deinem Kopf stehen. Ich merk schon, ey. Du hast vergessen, die Tür zuzumachen. Da draußen ist ein Zombie. Ohne Arme. Irgendwie habe ich den. Ich habe da Kommentare zugelesen, aber irgendwie habe ich den Witz nicht gecheckt. Mach du mal die Tür auf. Dankeschön. Oh, jetzt bin ich nicht durchgekommen. So, bin ich mal gespannt. Steh in deinem Kopf im Nether. So, Landschaft wird runtergeladen. Sind wir jetzt im Nether? Stimmt, hier waren wir ja schon mal drin, ne? Ja, Fuck, mach ihn tot. Scheiße, komm jetzt noch irgendwelche drauf, anderen. Oh, scheiße! Oh, Alter, wo? Nicht mich schlagen. Fuck, ey, ich hab fast keine Leben mehr. Du hast voll rumgebackt. Ja, ich weiß. By the way, keine Zombie-Pigments angreifen, ne? Warte, ich werde jetzt eben noch eine Höhlen-Playlist, eine Nether-Playlist machen. Die ist ein bisschen atmosphärischer. Was, wen muss ich nicht angreifen? Wen darf ich... Oh Gott, jetzt habe ich mich voll erschrocken. Ah, glaub ich jetzt Moment. In deinem Kopf stehen? Ja, darfst du. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade ein bisschen am Rumwerkeln, Moment. Ich habe hier nämlich so ein paar Lieder, so ein paar Soundtracks und die hören sich ein bisschen atmosphärischer an und da dachte ich mir halt, ja, benutze die einfach mal. Erster Kommentar. Genau, kannst du ja in der Zwischenzeit mal machen. Miss Shelly 28 schreibt, laut YouTube ist ein Abonnent, zumindest bei Let's Playern, 2,50 Euro wert. Würdet ihr sie verkaufen oder nicht? Ob ich meine Abonnenten verkaufen würde, ist die für Frage. 2,50 Euro pro Stück. Das wären wie viel Kohle? So, warte. Du hast... Ich rechne mal jetzt bei dir mit 700 Abonnenten. 700 mal 2 Euro, du würdest dann 1.400 Euro bekommen. 1.400 Euro. Wer bietet mehr? Warte. So, jetzt hört ihr so schöne atmosphärische Musik. Ich hoffe mal nicht, dass sie zu laut eingestellt ist. So. 2,50 Euro, das wäre über 2.000 Euro, ne? Also das wären 1.400 Euro ungefähr. Also wenn man mit 700 Abonnenten rechnet. Ganz ehrlich, das wäre schon eine feine Sache, Stange Geld und so, ne? Von wegen, ich brauche hier kein Dingens. Hier, Schaufel. Das ist normales Kies. Wir wollen eine Festung finden. Oh. Okay. Also nein, natürlich nicht. Ich würde meine Abonnenten natürlich nicht verkaufen. Wozu bin ich denn auf YouTube, um gesehen zu werden? Und wenn ich meine Abonnenten jetzt verkaufen würde, hätte ich ja keine Zuschauer mehr. Und der Seelensand? Brauchen wir Seelensand? Ich würde was mitnehmen, wenn man schon mal... Ich hole noch meine Schaufel. Aua. Okay. Habe ich eine Schaufel? Nö. Hol mir auch mal eine Schaufel.
Ich bleibe jetzt dafür die ganze Zeit hier. Okay. Ihr könnt mir übrigens mal in die Kommentare schreiben, ob ich diese Musik, wie ihr sie jetzt gerade hört, mal öfters abspielen soll. Die Annie hört ja gar nichts. Hätte ich vielleicht mal irgendwie schicken sollen, aber nee, wozu? Ne? Kackpratze? Ich höre mich übrigens gerade. Kannst du vielleicht doch in unsere Welt wieder zurückkommen? Ich krieg die Tür nicht auf. Der Hebel funktioniert nicht. Oh. Ach, jetzt geht's. Es hat. Nee, kann, bleib. So eine olle Kackpratze. Ah, by the way, fuck, wir brauchen übrigens einen Bogen für die Ghast. Das sind solche schwebenden weißen Viecher. Was, kennst du Bogen? Die? Kennst du die? Kennst du Ghasts? Nein, ich war noch nie im Nether. Das. Au. Oh. Entjungfere ich dich jetzt? Falsche Seite. Der Ghast sind solche fliegende Marshmallows, die Feuerbälle nach dir schicken. Aber nur 5 Pfeile. Echt? Scheiße, ey. Wie macht man Pfeile? Schwarz? Warte mal, ich guck mal eben fix, wie man Pfeile macht hier. Ich glaube, ich bekomme das bestimmt. Ich suche gerade alle Kisten. 6 Pfeile. Also wir brauchen auf jeden Fall. Oh Gott, wo kommst du jetzt her? Brauchen wir auf jeden Fall Stickies. Dann brauchen wir, wo ist die Mobkiste hier oben? Dann brauchen wir auf jeden Fall, da 29 Pfeile. Da, ah, hier haben wir genug. Ich teile gleich auf die Pfeile. Hier haben wir aber nur einen Bogen. Feuerstein braucht man und man braucht Federn. Haben wir Federn? Scheiße, ich glaub nicht. Wir haben keine einzige Feder, oder was? Oh, wie kack ist das denn? Wir haben Kakteen. Kakteen? Gib mir mal alle Pfeile, die du hast. Warte mal, jetzt muss ich... Da. Das sieht so aus wie Penisse. So, der hier. Bogen ist übrigens auch schon zur Hälfte kaputt. Hier? Ja, warte, dann mach ich eben 2 neue Bögen. Weißt du, wie man mit einem Bogen schießt? Ja. Cool. So, hier, guck mal. Danke für den Pfeil. Hier kann man übrigens wieder... Ja. Triffst mir mit dem Bogen nicht, aber, ne? Kacke. Aber schlagen kann ich. Wo habe ich jetzt die Stickies hingetan? Hallo? Stickies! 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 Was wollte ich jetzt überhaupt nochmal machen? Kannst du mir das nochmal sagen? Bogen bauen. Ah, genau, richtig. Beziehungsweise 2. Nächster Kommentar. Von Ronja LP. Da Annie ja alle Kommentare vorliest, das würde zum Running Gag voll passen. Kann man ja schön was zusammenschreiben und weiter so. Ja. Ich glaube, den Kommentar haben eh die Leute gelesen, die einen Kommentar geschrieben haben bei der Folge. Habe ich jetzt überhaupt nicht gecheckt. Was? Sie hat geschrieben, da Annie ja alle Kommentare genau vorliest, hat dann was in Anführungszeichen geschrieben, was ich vorlesen soll. Mhm. Was voll zu einem unserer Running Gags passt. Ach, dass wir zusammen sind? Nein. Hä? Was denn? Arnie und so? Ich stand gerade voll in deinem Kopf drin. Der Kommentar kam raus, weil weiter so und so. Ich stehe gerade voll auf der Leitung. Ja, das merke ich irgendwie voll. Ah, da oben habe ich die verfickten Stickies hingetan. Ja, ich wollte mir noch eine Schaufel machen. Oh, du Trottel! Ich check einfach gar nichts, Mann. So, hier, hast du eine Schaufel. Mann, ich sollte nicht so auf der Leitung stehen. Oder dir einfach zuhören. Das habe ich ja gerade ehrlich gesagt nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, gehört, Ronja LP, okay, alles klar. Gut, ich habe dir nicht zugehört. Ja, merk schon. Also Ronja wollte, dass ich vorlese, was sie geschrieben hat. Was irgendwie wieder die Gerüchteküche hätte ankurbeln können. Ja, wir sind auf YouTube, Zweck. Was willst du erwarten? Ja, deswegen. Wo bist du? Im Nether. Komme! Warte auf mich! Wusch! Wusch! Scheiße! Oh Gott, das ist immer voll verwirrend. Das ist immer... So eine Nether-Reise ist für mich wie so ein Jetlag. Ich hab danach immer irgendwie Jetlag. ja, wo finden wir am besten eine Nether-Festung? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo bist du überhaupt? Da. Wir sollten zusammenbleiben. Den Bogen habe ich dir gerade rübergereicht, ne? Ja, habe ich. Ich vercheck jetzt gerade überhaupt alles. Die Frage hat mich voll verwirrt. Du hast die Frage nicht kapiert, du hast nicht kapiert, dass du mir schon alles gegeben hast. Ja. Außer mein Geld, was ich immer noch seit der ersten Folge kriege. Ja, bekommst du bald. Ich finde das übrigens ganz cool, dass die Zombie-Pigments einen nicht angreifen. Was? Wieso greifen die einen an? Alter, fuck! Eddie, was hast du getan? Ey, ich habe überhaupt... Ich bin hier drüben, was soll ich... Wieso haben die auf einmal mich angegriffen?
sind die immer noch hinter mir her. Ja. Stirbt, alle stirbt. Ich will dir ja helfen. Nee, jetzt hilf mir doch. Ich komme gerade mit dem Bogen nicht so weit und ich will den Pfeil nicht verschwenden. Ja, ich komme, gucke. Alter, nein, nein. Ich muss ein Gast. Auffassen, da musst du jetzt... Boah, mit dem Bogen drauf schießen. Wo denn? Da hinten auf den Gast, diesen weißen Marshmallow. Hä? Der ist wieder weg. Da oben, siehst du den nicht? Ach, das, ich hab... Wow, ich bin... Wow. Ja, das hat mich versehen. Ich bin voll zusammengezuckt. Ja, ich habe ihn getroffen. Yay! Yeah. Scheiße, ich hab noch einen Pfeil, komm mal her. Weißt du jetzt, was ich mit diesen verfickten Drecksviecher meine? Ja. Boah, was haben die hier für ein Loch hingesprengt? Alter, wieso greifen die einen an? Können wir das einmal mal sagen? Ja, hilf mir! Wow. Wieso greifen die einen an? Wieso einmal? Leute, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wieso greifen die auf einmal an? Das haben die vorher nicht gemacht. Wir haben Difficulty auf Einstehen. Also auf einfach. Hier brennt's. Fuck, wir sind immer noch hier am Anfang, ne? Ja. Scheiße, ey. Okay, komm, Andy, lass mal nach da oben. Ah, da geht's gar nicht lang. Wir müssen einfach dahin. Oh, Alter, da sind da viele. Ich hab Pilze. Wo bist denn du? Ja. Welches hier? Hä? Guck, umdrehen. Ach, da. Guck nach unten, halt. Gut, wollen wir da... unten hin? Okay, hier scheint ein guter Weg zu sein. Ja, nimm einfach mal die Pilze mit. Sowieso. Auch, warte, bringt das was, wenn wir hier Fackeln hinsetzen? Mushrooms! Und hier ist eine Sackgasse. Wollen wir uns einfach mal durch die Wand graben? Okay. Aber aufpassen, nicht so schnell durch, weil da dann Lava ist. Komm mal mit. Wo bist denn du? Ich bin runter. Ah, cool, da unten geht's lang. Also auf jeden Fall, unser Ziel ist es jetzt, so eine Festung zu finden. Was wir eh nicht schaffen werden, weil wir Steve und Annie sind und wir scheiße Noobs, scheiße viele Kack-Noobs sind. Also wir sind zwei, aber wir sind scheiße viele. Scheiße viele Kack-Noobs, yo. Junge. Gib mir mal los. Rückendeckung. Na, hier ist es, glaube ich, hier ist momentan kein Zombie-Pigman. Wir sind auf jeden Fall overpowered und deshalb denke ich mal, kann uns nichts passieren. Also ich hoffe es natürlich. Glowstone können wir auf jeden Fall gebrauchen für Beleuchtung und den ganzen Kack. Kennst ja noch meine Laterne bestimmt, ne? Kennst du diese Laterne, die ich mal... Ja, genau, die ich mal vom Haus stehen hatte. Ja, du kannst ja in der Zwischenzeit nochmal einen Kommentar immer so zwischendurch reinwerfen. Warum muss ich das werfen? Kann ich dir nicht einfach sagen? Nein, du musst ihn mir entgegenwerfen. falls komm mit. Ja, du sagst immer, komm mit und ich weiß nicht, wo du bist, ey. Scheiß Frau. Folge den Fackeln. Oh, zur Hölle sind hier Fackeln. Ah, da, okay. Scheiße, das ist eine Sackgasse. der nächste Kommentar ist von The Skill Keks. Ach, von dir kommen die Schmetterlinge. Wie machst du das denn? Frisst du Raupen oder was? Nein, ich bin ein Mädchen und wir Mädchen, wir fressen leiden. Wir pupsen. Was war das? Ja, Schmetterlinge. Wir pupsen Schmetterlinge leidenschaftlich gerne und das ist biologisch bedingt. Biologisch bedingt, ja. Ja, das hatten wir heute im Sozialkundeunterricht, weil das biologisch bedingt ist. Ja, na klar. Geil. Ja, es ist biologisch bedingt, dass man Schmetterlinge furzt. Kommst du hier hin? Bist du?